Es ist der 29.12.2022. Und wir haben. Hier kommt die Zeitansage. Genau, kurz vor zwei. Wisst ihr, ich habe es gesagt, viertel vor zwei, habe ich gesagt. Und es ist ziemlich windig. Ja, aber es sind 9 Grad. 9? Hast du, oder 6? 6, ne? 6. Ja, aber der Wind fühlt sich ein bisschen kälter an, weil der Wind durch die Kleidung geht. Jetzt müssen wir uns hier noch einig werden, wer wo läuft. Ja, unser früherer Papst Benedikt, dem geht es nicht gut. Da sind sie alle sehr besorgt, auch die engsten Vertrauten. Ich meine, er hat natürlich beste medizinische Versorgung. Ja, Atemwegsprobleme. Ja, weil du selbst, wenn du dir jeden Arzt leisten kannst, ja. Leben ist begrenzt. Ja, irgendwann. Ja. Siehst du dann weg. Und er ist ja schon. Das Leben. Er ist ja schon zu. Er hat ja sein Amt, ist er ja in Rente gegangen. Also eigentlich ist das ein Amt, das geht bis zum Tod. Aber der hatte gesagt, er geht in Rente, er packt das nicht mehr. Ja. Das ist schon ein Weilchen her. Ja. Ja, und jetzt hat er das Krankenhaus verweigert und so langsam stellen die Organe ihre Dienste ein. Ja, also traurig. Da müssen wir jetzt auf. Ja, da auf schlechte Nachrichten gefasst sein. Habt ihr das gesehen mit den Tesla-Aktien? Ich habe es euch ein paar Mal gesagt, was ich machen würde. Aber ich bin natürlich auch nicht das Maß aller Dinge. Ich habe euch gesagt, ich würde mich von Tesla-Aktien jetzt erstmal trennen. Und nun ist es passiert, die Tesla-Aktien sind ordentlich weggerutscht. Ja, heute Morgen haben sie den Nachrichten gebracht. Also es gibt viele Faktoren, die jetzt bei Tesla eingetroffen sind. Zum einen musste er das größte Werk in China, in Shanghai, schließen. Materialprobleme, sprich er kriegt wohl seine Chips etc., seine Halbleiter nicht an Land. Dann hat er in den USA hat er ja noch eine Battery Station. Da gibt es auch Lieferprobleme. Dann, weil die Wagen eigentlich überteuert sind, hat er in China eine Rabattkampagne gestartet. Das finden die Anleger nicht gut. Das finden die überhaupt nicht gut. Genau. Dann hat er sich ja noch eingeleistet mit seinem Spielzeug Twitter, wo er sich ja nun auch mit in die Nesseln gesetzt hat und hat alleine Aktien im Wert von 40 Milliarden US-Dollar verkauft. Das kam auch nicht gut an. Ja, und seine Autos sind nicht mehr gut verarbeitet. Also es gab ja sowieso schon von Anfang an mit den Tesla-Wagen immer wieder Probleme. Mhm. Und sei es mit dem Gurt. Und jetzt haben sie Probleme mit der Lenkung. Also du kannst das Lenkrad zwar gerade halten, das Auto fährt trotzdem zickzack und es ist, das Lenkrad ist schwergängig und dann haben sie mal einen Reifen abgenommen und haben da mal geguckt, wie es dahinter aussieht. Also Sorgfalt ist anders. Ja, und dann hat er natürlich auch noch Probleme in den Werkstätten, zumindest hier in Deutschland, dass das alles... der gute Tobias ist mit Umzug beschäftigt. Ja, dass da akute Personalmangel herrscht, jedenfalls in den deutschen Werken oder Reparaturwerkstätten. Also das sind alles keine guten Zeichen für ihn. Und stellt sich natürlich die Frage, wie lange hält er das alles durch? Ja, mit seinem Spielzeug Twitter. Mhm. Und jetzt gehen die Aktien fallen. Ja. Ich würde mich da rausziehen. Ja. Das muss jeder wissen. Ja. Na gut, die Werte insgesamt fallen aber noch, außer die antizyklischen. Und was die zyklischen Werte betrifft, das ist aber nur meine persönliche Prognose, dass die noch weiter runterfallen. Der Bitcoin könnte sich noch bei zwischen 8.000 und 12.000 Euro wiederfinden. Ja.
Ich glaube, der Januar könnte für die Kryptos nicht gut aussehen. Und diejenigen, die immer gegen Kryptos gewettert haben, die sind natürlich jetzt so in der Siegerposition. So, ich habe es euch ja immer gesagt, ihr habt euer Geld da verbrannt. Also, was sicherlich eine pfiffige Idee war oder sogar auch noch ist, Geld am Rand zu haben oder seine Kryptos erst noch mal gewechselt zu haben in eine Währung, in, sage ich mal, Euro zum Beispiel. Warten, bis man annimmt, der Tiefpunkt ist erreicht, der ist meiner Meinung nach noch längst nicht erreicht. Und dann einzusteigen. Und vom Tiefpunkt an gesehen, du kannst das ja alles errechnen. Es funktioniert ja tatsächlich alles in Zyklen. Ja? Wir Menschen funktionieren in Zyklen. Und ja, ist es wirklich wahr? Du kannst dir das angucken. Es gibt Mathematiker, die sich nur mit Errechnungen beschäftigen. Und alles funktioniert irgendwie in Zyklen. Und dann kannst du dir auch ansehen, laut diesen Errechnungen, mit welchem Wachstum du zu rechnen hast, wenn es dann wieder hochgeht. Und die Kryptos, mit denen ist es so, dass die haben immer so 4-Jahres-Zyklen. Ich muss hier mal ein bisschen hochziehen, weil mir der Wind so in den Hals reingeht. Aber 4 Jahre, die Dinger gibt es ja noch gar nicht so lange. Also ja, Bitcoin weiß ich nicht, aber es gibt ja so viele, die sind ja noch jungfräulich. Ne? Also, es werden auch nicht alle überleben. Es sind ja auch schon mehrere gestorben. Ja, so Spiele-Coins. Unterschiedlich, auch hier Terra Luna, Stablecoins zum Beispiel. Ja? Hat es auch nicht geschafft, also eine Kryptowährung auf die Beine zu stellen, heißt nicht gleich, dass die dann auch erfolgversprechend ist, dass sie auf immer leben wird. Aber die Richtlinie ist eigentlich der Bitcoin. Und es gibt so ein paar ganz gute Projekte auch, die auch Überlebenschance haben. Jedenfalls, wenn man die, sage ich mal, Bitcoins zum Beispiel oder Cardano hält sich ganz nah am Bitcoin dran, beim Tiefpunkt kauft, dann also wenn alle sagen, siehste, wir haben es euch doch gesagt, ihr habt alles verbrannt damit. Ja, die Frage Kryptos ist, wann ist der Tiefpunkt erreicht? Na gut, das kann dir keiner sagen. Niemand, aber es wird davon ausgegangen, dass der Tiefpunkt im Januar erreicht sein könnte und dass es dann so langsam hochgeht. Dann brauchst du wieder so einen Geduldsfaden. Und dann wird der Höhepunkt erwartet zwischen dem 21. Oktober 2024 und dem 1.3. Nein, das sind Zyklen, die errechnet werden. Und dem 1.3. 2025. Da muss man wieder auf der Hut sein, muss wieder die ganzen Nachrichten verfolgen. Hallo, hallo. Oh, hallo, hallo. Ja, Kinder sind noch toll, ne? Ja. Ach, auch hier unsere Nachbarn nebenan, da waren Kinder, die sind mit Kindern gekommen. Ja. Und die Kinder, die waren völlig außer sich. Die freuten sich. Und da war Schnee jetzt gerade vor ein paar Tagen. Ja. Und dann haben die getobt. Da haben sich aus dem Fenster rausgeguckt. Das Fenster war auch offen bei uns. Und die Eltern ganz schlechtes Gewissen, weil die Kinder ja so da ja, getillt sind, kannst du fast sagen, vor lauter Freude. Ja? Also ich persönlich finde das gut. Sollen die toben, die Kleinen. Mhm. Jedenfalls diese Kryptos vom Tiefpunkt an. Laut der Errechnung der Zyklen könnt ihr mit einem Wachstum bis zu diesem eben genannten Höhepunkt rechnen von 4.230%. Und das macht euch, welches andere Asset macht ihr das nach? Keins. Keins. Also, egal ob ihr Kryptos oder Aktien oder wie auch immer, wenn man auf solche Werte setzt, dann muss man kaufen, wenn Blut die Straßen runterläuft. Ja. Hier, das Bächlein. Das trinkt ganz schön Wasser.
Das kommt aus der Quelle. Das geht jetzt hier hoch. Und da oben befindet sich die katholische Kirche. So ungefähr da läuft das lang und geht weiter nach oben hoch. Und da oben gibt es ein altes Tretbecken. Das ist aber auch mal erneuert worden. Ist aber älter und nicht so attraktiv wie das in Boxwiese. Das in Boxwiese ist so im 100-Wasser-Stil. Und auf der gegenüberliegenden Seite, da befindet sich der Austritt des Wassers, also die Quelle. Der Wasserhahn. Ja, der Wasserhahn sozusagen, der natürliche Wasserhahn. Und wenn man zum Beispiel so eine nukleare Verseuchung hat, dann kann man erstmal Oberflächenwasser ja nicht zu sich nehmen. Es gibt ganz teure Verfahren, wie du Wasser wieder reinigst. Aber du musst natürlich immer Filter haben und so weiter, alles nachkaufen, also laufend Ausgaben. Es gibt aber auch eine natürliche Möglichkeit, verseuchtes Wasser, wenn es mehrere hundert Meter durch lehmhaltigen Boden hindurchgegangen ist, ist es auch wieder gereinigt. Das heißt also, aus solchen Quellen, die hier oben im Harz sind, was ja hunderte von Metern braucht, um auszutreten, hast du dann tatsächlich wieder gereinigtes Wasser. Das sind die Ausgänge, Wasservorkommnisse, wo du ans Wasser wieder am ehesten ran kannst. Na, was ist denn hier? Verstopft, ne? Ja. Oh ja. Muss mal einer mit dem Pümpel kommen. So, hier unten runter läuft das Wasser. Und ihr kauft euch keine Böller dafür und wartet ab, bis ihr glaubt, der Tiefpunkt ist erreicht. Und wenn ihr keine Ahnung habt von Kryptos, müsst ihr die Nachrichten verfolgen bei YouTube. Es gibt so ein paar Kanäle, die sind richtig gut. Also die Dinger poppen sozusagen am YouTube-Himmel auf, weil sie viele Klicks bringen und die Leute gerne davon leben wollen. Aber es gibt, nicht alle Kanäle sind gut und es gibt ein paar, die sind richtig gut. Also wo ich so Langzeitprognosen, gute Langzeitprognosen, findet man zum Beispiel auf dem Kanal Der Rentner. Ja, der macht gute Langzeitprognosen. Es gibt auch ganz viele Kanäle, die Kurzzeitprognosen machen. Das ist so für Daytrader zum Beispiel. Ja, stellt euch mal vor, diese 100 Euro für Böller gibt er nicht aus und wartet, setzt die im Januar ein. Selbst wenn ihr dann gekauft habt, ihr könnt auch später kaufen. Also man muss nicht den ganzen Bitcoin kaufen. Man kann sagen, so, ich möchte gerne Bitcoin, wert von 100 Euro, dann kriegt ihr einen Splitter. Und selbst wenn das dann noch runter sinkt, braucht man nicht sagen, oh nein, mein Geld verbrennt. Ja, wieso? Bei den Böllern waren sie ja, wäre es ja verbrannt. Ja, bei den Böllern wäre es verbrannt, da wäre es wirklich weg. Ja. Es ist nur ein Zeitspiel. Man muss es einfach nur abwarten. Aussetzen. Und dann macht man aus seinen 100 Euro ein Multiplikat von 4.230 Euro. Und jetzt stell dir mal vor, du hast 1.000 Euro, auf die du verzichten kannst. Das muss natürlich Geld sein, auf das ihr verzichten könnt, was ihr nicht zum Leben braucht oder Miete zu zahlen und so weiter, weil das ist ein Langzeitinvest. Ja, im Augenblick wird nicht gebaut. Naja, klar, jetzt zwischen den Feiertagen, ne? Aha. Zwischen Weihnachten. Nee, die brauchen die Räumlichkeiten im Moment für Gäste, ne? Die nee, haben doch, haben die keine Gäste? Das sind keine Gäste. Die haben vorne verzichtet drin. Wegen der Energiekosten. Nee, die haben schon Gäste, aber vorne der Anbau ist noch nicht fertig. Na, wo sollen sie denn dann frühstücken? Ja, in ach so, hinteren. Hinten, die haben ja noch eine Bar, ne? Ja, dahinter. Ja, gut, okay. Ja. Ja, die dann sind noch nicht fertig. Da hängen noch die Strippen runter. Also wenn ihr reich werden wollt, dann hätte ich da einen Tipp. Und zwar, wenn es euch gelingt, eure 1.000 Euro, sage ich mal, im Januar in Kryptos reinzulegen, ich sag mal,
Bitcoin zum Beispiel, weil das die sicherste Währung ist. Und ihr lasst das da liegen, bis der Höhepunkt erreicht ist. Ich habe euch ja gesagt, wann der ist. Und es wird auch ein ganz schleichender Prozess sein, der hochgeht. Die nächsten Monate werden noch nicht schön aussehen. Aber alles ohne Gewehr. Alles ohne Gewehr, genau. Jeder ist selbst Kapitän. Ihr müsst das alles selber entscheiden. Nachher heißt es, du hast gesagt. Nein, nein. Ich sage nur, was meine Meinung ist. Ja. Ja. Und so gegen 19. September nächsten Jahres wird man dann überhaupt erst merken, dass es kontinuierlich aufwärts geht. Vorher ist das immer so ein Zickzack. So, und wenn dann der nächste Höhepunkt erreicht, das weiß natürlich auch wieder keiner so ganz genau, was ist der Peak. Aber dann verfolgt die Nachrichten. Dann rausziehen und das Geld am Rand liegen lassen. Und dann wartet ihr, dann wird das wieder fürchterlich fallen. Und wenn es dann wieder vermeintlich ganz unten angekommen ist, dann steckt ihr den hohen Betrag, den ihr erzielen konntet, steckt ihr dann wieder ganz unten rein und lasst euch von da wieder nach oben hochziehen. So, und der Trick, den ich für euch habe, um wirklich zu Reichtum zu kommen, ist, lernt bis dahin. Ihr müsst in euch selbst investieren. Ihr müsst herausfinden, wie denken reiche Menschen. Wenn ihr euch wünscht, eine gewisse Position im Leben, dann sucht euch Menschen, die das Ziel schon erreicht haben, die schon so leben, wie ihr gerne leben möchtet. Und versucht, Tuchfühlung zu diesen Menschen aufzunehmen. Oder hört ihnen zu. Schaut euch an, wie machen die es. Und das macht ihr auch. Ja, so wird man reich. So, jetzt sind wir durchgefröstelt. Ich nicht. Ja. Na gut. So, wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Geht langsam auf Silvester zu. In Klaus-Herzeller-Feld bei Rewe steht ein großer Korb, wenn man reinkommt, mit Böllern, Raketen und so weiter. Und niemand kauft. Vernünftig. Genau. Lasst uns das ein Vorbild sein. Macht's gut. Tschüss.